Ja, hallo. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum dritten Teil. Und zwar heißt der gegen eine Politik der Ausgrenzung. Was hält unsere Gesellschaft zusammen und was können wir gemeinsam dafür tun? Ich werde es moderieren. Wir haben hier zwei Expertinnen, die darf ich euch bitte gleich vorstellen. Und zwar ist es die Margarete Markowetz zu meiner Rechten. Sie ist die Leiterin vom Kunstverein Rotor. Und sie hat ganz viele Projekte und macht auch ganz viele Projekte zum Thema Menschenrechte und sie beschäftigt sich auch mit dem anderen Viertel. Und dann zu meiner Linken ist der Wolfgang Burceller. Er ist Autor und Journalist und hat auch einiges zum Thema Rechtsextremismus geschrieben. Und das ist ein Forschungsschwerpunkt. Jo. Ich würde dann einfach gleich mit den Fragen beginnen, die wir vorbereitet haben auch für euch. Und zwar würde ich gerne zuerst dich fragen, Wolfgang. Könntest du uns vielleicht eine kleine Analyse der aktuellen Situation von Rechtsextremismus in der Steiermark geben? Und ja, vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, den Unterschied zwischen legalen und illegalen und vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen den Leuten, die aktive Rechtsextreme sind und auch deren Wählerinnen und Anhängerinnen. Ja, damit gleich mal beginnen. Ja, guten Tag. Dann bedanke ich mich für die Einladung. Also prinzipiell muss man sagen, dass in Österreich ein sehr breites Feld des Rechtsextremismus gibt. Ich rede jetzt mal mit Rechtsextremismus als solcher, ist ja übrigens ist zwar durchaus üble Geisteshaltung, ist aber als solcher nicht kriminell. Es gibt ein breites Spektrum von Organisationen jenseits des Neonazismus, die da aktiv sind. Im Wesentlichen kann man sagen, es gibt Organisationen, die rechtsextrem sind, unter anderem im katholischen Bereich, das wären die diversen Abtreibungsgegner, Teile auch von CV-Verbindungen, also nur manche CV-Verbindungen, wo dann wieder monarchistische Gruppierungen, die sehr stark auch wieder mit den Klerikalfaschisten teilweise zusammenarbeiten. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es in Österreich auch sehr, sehr viele, und insbesondere in der Steiermark, sehr, sehr viele rechte Kulturorganisationen gibt. Also Organisationen, Traditionsverbände, Organisationen, wie der Kameradschaftsbund zum Beispiel, wo es auch wieder teilweise lokal unterschiedlich ist, wie weit rechts die stehen, oder Organisationen wie der Donaubund und so weiter und so weiter. Und dann natürlich einfach Kulturvereine, diverse Liedergruppen, Liederrunden, Sangesfreunde und so weiter und so weiter. Der illegale Neonazi, illegal ist in Österreich der Neonazismus, der von einem mittlerweile heftig diskutierten NS-Verbotsgesetz unter Strafe gestellt wird. Und diese Gruppierungen, das ist das Problem momentan, dass die Grenzen sehr, sehr verschwimmen, nämlich einerseits in das bezeichnete allgemeine rechtsextreme Milieu hinein, andererseits verschwimmen auch, und uns lasst sie mit drei Buchstaben nennen, nämlich FPÖ. Das heißt, es gibt starke Ortsgruppen der FPÖ, starke Teile der FPÖ, wo Leute, die man aus der Neonazi-Szene kennt, aktiv sind. Leute, die auch in der FPÖ Karriere machen. Ich meine, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel jetzt bei der letzten Gemeinderatswahl in Fürstenfeld, wo der Spitzenkandidat der FPÖ früher der zweite Mann auf der Liste des Neonazis Franz Gaber war, also quasi dieser Liste Franz, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Es gibt also solche Überschneidungen, personelle Überschneidungen, Zusammengehen gibt es sehr, sehr stark. Das gibt es vor allem auch, das darf man nicht vergessen, in bestimmten ländlichen Bereichen. Das ist überhaupt momentan zu bemerken, dass also der organisierte Neonazismus eher von der Peripherie ins Zentrum geht. Das heißt, wir haben relativ aktive neonazistische Gruppen in Kleinstädten, in kleineren Orten, also da wäre wo es also auch verschiedene Ausprägungen wieder dieses Neonazismus gibt. Es gibt der klassische Skinhead, ist eigentlich im Aussterben begriffen, der gibt es eigentlich nicht mehr so stark. Man sollte sich also eigentlich, wenn man über Neonazismus oder Rechtsextremismus redet, sozusagen erwarten, dass die alle mit Bomberstiefeln und Glatzen daherkommen, sondern die Dresscodes, also das Äußere hat sich sehr, sehr stark verändert. Momentan absolute Mode ist zum Beispiel auch Styling, wie es die Linken unternommen haben, dass man also gezielt versucht, auch deren Aktionsformen nachzumachen. Das ist der sogenannte autonome Nationalismus, wie sie das nennt, oder die freien Kameradschaften, wo diese Tendenz sehr stark vorhanden ist. Und diese Gruppierungen haben sich in den letzten zwei Jahren nicht nur quantitativ verstärkt, sondern es hat auch qualitative Sprünge gegeben. Qualitative Sprünge insbesondere deswegen, weil es also jetzt eine Website gibt namens Alten-Donau-Info, die als Ortszentralorgan für diese freischwebenden Hardcore-Neonazi-Gruppen fungiert.
Wobei man auch da wieder sagen muss, dass die Grenzen schon verschwindend sind. Zum Beispiel auf Alpen-Donau-Info ist heute ein flammender Aufruf erschienen, die Barbara Rosenkranz morgen zu wählen. Und in der Mitte im UN-Deck zum Beispiel drinnen steht, Barbara Rosenkranz ist eine von uns. Was also die Neonazi-Szene sagt und nicht nur wer von außen oder sowas. Ja, eh stimmt eh, aber ich wollte nur sagen, also dass sozusagen die Weiße auch keine Plattform im Mund nehmen. Ja, und dass es also sehr, sehr wichtig ist, dass man ganz klar sieht, dass sozusagen dieser militante, illegale, kriminelle Neonazismus sehr, sehr stark in die FPÖ reinspielt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Herr Strache selbst eine Vergangenheit hat, die genau aus dem Milieu herauskommt, der genau in diesen Banden sich bewegt hat, als Jugendlicher zumindest, auch wenn er das jetzt als Paintball spielen oder ähnliches verharmlost. Man dürfen auch nicht vergessen, dass der Mann von der Frau Rosenkranz eben jemand ist, der genau eine Scharnierfunktion ausübt zwischen legalem Rechtsextremismus und illegalem Neonazismus. Im Verein von Herrn Rosenkranz sind Anfang der 90er Jahre im Vorstand von 8 Mitgliedern waren 6 Mitglieder der Küsselbande der FAPO der damaligen. Also es ist also diese Überschneidungen, gibt es immer wieder. Ich meine, ich freue mich ja jetzt mal, wenn irgendwo eine Wahl wieder ist, weil dann muss man sich eigentlich nur die Kandidatenlisten anschauen und nachher sieht man vermutlich sehr, sehr viel, meistens mit absoluter Sicherheit sogar, sehr, sehr viele alte Bekannte aus der Neonazi-Szene, die dort Karriere machen. Also ein ganz klassisches Beispiel dafür waren die Wahlen in Oberösterreich, die Landtags- und Gemeinderatswahlen, wo in Linz Umgebung mehrere Leute, die früher bei der Küsselbande waren und das auch gar nicht verheimlichen, mehrere solche Leute in Spitzenkandidaten waren bzw. in wählbarer Position aufgestellt worden sind. In der Steiermark haben wir einerseits zwei Phänomene, die ein bisschen das unterscheiden vom gesamten Bundesgebiet. Das eine Unterschied ist eben der, dass also neonazistische Gruppen hauptsächlich in ländlichen Bereichen aktiv sind, also oben wie Kapfenberg, Fürstenfeld, Deutschlandsberg. Teile dieser Gruppen, oder ganz stark Maria Zell zum Beispiel, Teile dieser Gruppen im ringfreiheitlicher Jugend organisiert sind, also da ist der Übergang, das ist, darf man sich nicht so vorstellen, dass bei den Rechten, dass es so ist, du bist bei einer Partei oder einer Organisation und bleibst dein Leben lang dabei, sondern es ist durchaus mehrfach Mitgliedschaften sind eigentlich die Regel. Es ist wird überhaupt keine Differenz gesehen, wenn sozusagen am Donnerstag ist er bei der Versammlung von RFJ und am Samstag fährt der Wehrsporttyp mit dem Küssel. Und das sind genau die gleichen Leute. Also man muss diese Überschneidungen sind irrsinnig stark und irrsinnig wichtig, sind natürlich teilweise im Einzelfall relativ schwer zu beweisen, weil mittlerweile die Szene sich auch angewöhnt hat, sehr konspirativ vorzugehen. Also man hat aus den Verhaftungswellen in den 90er Jahren einiges gelernt. Es gibt da jetzt mittlerweile doch Leute, als eben wie Küssel zum Beispiel oder der Steirer Franz Rabe, der seit 20 oder 30 Jahren mit der Repression, also mit der eh sehr zaghaften Repression in Österreich konfrontiert sind, die aber durchaus imstande waren, also gewisse Lehren daraus zu ziehen und sie also auch nicht mehr in jede Fernsehkamera reindrängen, um ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus abzugeben. Ich möchte in Steiermark, glaube ich, dass es also ganz, ganz zentral sein wird, also insbesondere die ringfreiheitliche Jugend im Auge zu behalten, weil da eben die stärksten Überschneidungen vorhanden sind. Und man wird in der Steiermark vermutlich über früher oder später auch in Graz mit stärkeren Gruppen rechnen können. Das grundlegende Problem in der momentanen Strategie der militanten Neonazi-Szene ist, dass sie eben versuchen, sozusagen bestimmte Hochburgen, wo sie auch eine gewisse kulturelle Hegemonie haben, am Land in Kleinstädten aufrechtzuerhalten und auszubauen und erst dann versuchen, in die Stadt reinzugehen. Das ist also etwas, was man in Wien beobachten kann. Zum Beispiel in Wien selber gibt es kein offenes Auftreten von Neonazi-Gruppen oder Foskans, sondern es gibt eher so herumziehende Jugendbanden auch wieder in Vorstädten außerhalb von Wien. Also in Schwechat zum Beispiel, in Klosterneuburg, Kohlneuburg. In solche Städte hat man dann relativ starke, gefestigte Neonazi-Gruppen, die meistens sehr jugendlich sind. Und wenn wir gerade von Jugendlichen reden, und damit möchte ich eigentlich aufhören, dass wir noch was beobachten bei der aktuellen Entwicklung des Rechtsextremismus, die insbesondere in der Steiermark zutrifft, dass wir momentan einen Generationswechsel erleben. Die Erlebnisgeneration, also die Leute, die schon 1938 bis 1945 bei der SS waren oder in der NSDAP, die Leute sterben aus. Da gibt es nur mal ganz, ganz wenige Exemplare. Ein bekanntes Exemplar und ein Exemplar, das so in der gesamten deutschen und österreichischen Naziszene absolute Führungsperson ist, ist der Steirer Herbert Schweiger, der im Laufe dieser Woche verurteilt worden ist, wieder einmal zu einer Gefängnisstrafe wegen NS-Wiederbetätigung, 7 Monate unbedingt, insgesamt zu 18 Monaten ist er verurteilt worden, 7 davon unbedingt. Der Schweiger ist jemand, der in Deutschland und Österreich bei großen Nazi-Veranstaltungen auftritt, als Redner gefeiert wird und auch angesehen wird in der deutschen Neonazi-Szene als sozusagen als der legitime Führer der gesamten Szene.